Herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung unserer Mini-Universität. Hier unten rechts am rundlichen Ding erst einmal die Wunschgeschwindigkeit einstellen, da ich ja so extrem langsam sprechen werde. Und sofort in die Basis eintreten und den Antrag stellen, endlich die GWÜ und die GWO zu nutzen, um endlich ein fundiertes Wahlprogramm hinzubekommen. Und ja, marxistoide Gemeinwohlökonomie ist das Thema der Vorlesung unserer Mini-Universität heute. Und linke gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO, der Next Scientist im Vergleich, also GWÖ, GWU-Vergleich. Ja? Und was ist das Wesen des Marxistoiden? Ich erkläre erst einmal die Geschichte des Marxistoiden in der Welt. Wir haben es also zu tun hier damit, dass die Sozialsparten hier zum Beispiel, oder machen wir es doch auf dem Bild, stellen wir uns das als die Sozialsparten vor, die gefährlichste Sparte der Welt, die am meisten Schaden in unseren Gesellschaften anrichtet und unser Leben am meisten zerstören. Sozialsparten, da sind die NGOs dabei und die Arbeitsamtmitarbeiter. Das sind die großen Zerstörer der Welt, noch vor den Gesundheitssparten. Aber hier zum Beispiel irgendwo, hier, sagen wir mal, hier sind die Rüstungssparten, die Waffensparten. Ja? Und die Waffensparten und die Sozialsparten. Die Sozialsparten haben das Ziel, möglichst viele Sozialfälle, also eine möglichst große Verelendung im Lande zu erzeugen. Denn dann gibt es ganz viele Sozialfälle. Schluck Wasser. Und dann wachsen die Karrierechancen und die Verdienstmöglichkeiten der Sozialspartler ins Uferlose. Und die NGOs können Spenden sammeln für all die armen und leidenden und elendiglichen Menschen und Tiere und Pflanzen in aller Welt und können Spenden sammeln und sich so bereichern. Also man kann sagen, das Spenden sammeln, die Spenden sind das Gehalt, das ungefähr dem Gehalt eines Arbeitsamtmitarbeiters entspricht, der sozusagen dann, wenn die Leute möglichst lange arbeitslos bleiben und es möglichst viele Arbeitslose gibt, am meisten Karriere machen kann. Und die Waffenspartler, die brauchen natürlich auch möglichst viel Bürgerkriege, also möglichst viel Revolutionen, Bürgerkriege und Kriege und möglichst viel Terrorismus sozusagen. Und jetzt evoluieren sich in denen ja sozusagen vorteilbringende Irrtümer. Also das heißt, wir gehen auf die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik zurück und stellen fest, hier haben wir die wahrheitsorientierten Frühhändler und Sozialspartler, also die Frühwaffenhändler und Frühsozialspartler, die in der Wahrheit sind. Aber dann irren sich die Ersten und sagen, solche Dinge wie, sozusagen, dies ist schlecht, die Reichen, das sind die bösen Ausbeuter und so weiter und die müssen eigentlich bekriegt werden und diese bösartigen Ausbeuter, ja, das ist das Marxistoide, ja, und dadurch kommt es dazu, dass wenn ein Waffenhändler solche Irrtümer ausbreitet, zum Beispiel die marxistischen Schriften unterstützt oder verbreitet oder so, dann kommt es dazu, dass sich immer mehr Menschen bewaffnen und dann eben
auch Bürgerkriege, Revolutionen machen und so weiter. Das heißt also sozusagen, die Waffenhändler haben ja eine Gewinnmöglichkeit, falls es zur Kriegstreiberei kommt, auch zur Bürgerkriegstreiberei und zur Revolutionstreiberei kommt sozusagen. Ja, und in diesem Sinne ist es quasi so, dass die vorteilbringenden Irrtümer, nämlich wie lauten die vorteilbringenden Irrtümer? Ich lese es mal der Reihenfolge nach. Wir kommen daraufhin gleich zurück. Ich lese, gehe jetzt mal der Reihenfolge nach. Zu diesen spannenden Themen kommen wir sofort zurück, aber machen wir es doch der Reihenfolge nach. Die erst einmal noch ein Ausflug in die andere Situation hier. Ich traue mir selber nicht. Warum traue ich mir selber nicht? Weil ich den Selbsterkenntnisprozess gegangen bin und erkenne, wie gefährlich vorteilbringende Irrtümer in mir sind. Ich habe erkannt, wie ich Opfer vorteilbringende Irrtümer fremder Sparten wurde und die mein Leben zerstört haben durch vorteilbringende Irrtümer. Und ich habe erkannt, wie ich die vorteilbringenden Irrtümer meiner eigenen Sparte nur allzu bereitwillig für Wahrheit gehalten habe und eben genauso wie jeder normale Arzt, der auch seine vorteilbringenden Irrtümer im Studium seiner eigenen Sparte nur allzu bereitwillig lernt und wir beide richten dann Schaden bei den Patienten an, fördern quasi Krankheit in der Gesellschaft und leiden in der Gesellschaft und verdienen daran prächtig sozusagen. Ja? Und deswegen erst unter der Bedingung der Gesundheitsnutzenskontrolle wäre ich dann sicher, dass ich eben nicht unter der Hand wieder in irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer reinrutsche. Aber zweiter Gedanke, erst dann wäre ich ja konkurrenzfähig. Ja, wenn ich mir nochmal klar mache hier, ich gehöre ja auch von meinem Grundberuf her zur Gesundheitssparte, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse. Da gehöre ich zu den Gesundheitssparten. Und es ist völlig egal, ob man Heilpraktiker ist oder Schulmediziner, sozusagen man ist dem gleichen Bezahlungsschlüssel unterlegen im jetzigen System. Je mehr man Krankheit in der Gesellschaft fördert, desto mehr gewinnt man, desto mehr kann man verdienen. Je mehr man die Patienten zu Dauerpatienten verwandelt, desto mehr verdient man. Ja? Das ist der jetzige Bezahlungsschlüssel. Die Next Scientists for Future wollen den Bezahlungsschlüssel ja ändern und sagen, je mehr Gesundheit man fördert und je mehr Krankheit man verhindert, desto mehr verdient man. Das ist die völlige Umkehrung des Bezahlungsschlüssels. Und erst dann, wenn das stattfindet, dann bin ich ja unter Kontrolle. Und ich will kontrolliert werden, damit ich nicht wieder reinrutsche, irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer zu entwickeln. Das ist dann ja gar nicht mehr möglich, weil ich dann, wenn ich Krankheit fördere, habe ich ja dann gar keinen Nutzen mehr, sondern gar keinen Vorteil mehr, sondern nur noch Nachteil. Also die vorteilbringenden Irrtümer werden durch die Änderung des Bezahlungsschlüssels von einer Sekunde zur anderen zu nachteilbringenden Irrtümern. Ja? Ja, also deswegen. Und dann auch erst bin ich konkurrenzfähig. Also wenn ich jetzt mal als Teil der Gesundheitssparten hier, wenn wir mal hier sagen, sind die Gesundheitssparten, ja, und ich als Teil der Gesundheitssparte, ich habe ja gar keine Konkurrenzchance,
wenn alle anderen viel Geld machen, dadurch, dass sie Krankheit fördern, ich aber damit Schwierigkeiten habe, weil ich nicht mehr bereit bin, krankheitsförderlich zu arbeiten, dann habe ich gar keine Wettbewerbschance, weil ich verdiene zu wenig. Denn die bestimmen über den Mietlevel für Praxen und über die Werbemöglichkeiten und so weiter. Und das heißt also, dass wenn die richtig viel Geld verdienen und hohe Mieten zahlen können, dann sind alle guten Praxen mit hohen Mieten belegt und ich kann mir diese hohe Miete nicht leisten und bin deswegen nicht konkurrenzfähig. Muss also mit einer Praxisräumlichkeiten am Ende der Welt zufrieden sein, wo es gar keine Patienten gibt, sozusagen. Ja? Also alle guten Plätze werden von den Besserverdienenden besetzt. Und deswegen ist es so, dass es auch für mich sozusagen aus zwei Gründen erst dann sinnvoll ist, wieder eine, wenn überhaupt, nochmal eine Praxis zu eröffnen. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch machen möchte, aber dann, wenn eben ich kontrolliert werde und deswegen will ich, dass zum Beispiel alle Kunden die Wohlfühlstimme bekommen und ich dann darüber kontrolliert werde, ob es mir mit meiner Arbeit gelingt, wirklich die Menschen glücklicher, gesünder und langlebiger zu machen oder eben nicht. Und unter solchen neuen Wettbewerbsbedingungen wäre ich dann ganz vorne dabei, während die anderen, die noch erst ihre vorteilbringenden Irrtümer aufgeben müssen und zu den Wahrheiten überwechseln müssen, dann eher sogar sozusagen sich im Wettbewerb richtig anstrengen müssen, um dann so mit so Leuten wie mir mitzuhalten, die schon seit längerer Zeit am Rauswerfen der vorteilbringenden Irrtümer im Sinne der VIAT, der vorteilbringende Irrtümerabbautechnik zu arbeiten, der VIAT, ne? Ja. Also, noch einmal abschließend, für das jetzige System, für den jetzigen Bezahlungsschlüssel halte ich die Leute viel zu wenig krank und deswegen habe ich da gar keine Wettbewerbschance, ne? Im jetzigen System. Ja, bei Felbers sagen Wirtschaftsprüfer, jetzt sind wir also wieder hier bei unserem Hauptvorlesungsthema zurück nach diesem kleinen Exkurs zum Verständnis, was sind vorteilbringende Irrtümer und so weiter. Bin ich jetzt hier wieder zurück. Bei Felber sagen letztendlich Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen, was mir angeblich wohltut. Ich möchte aber lieber selber sagen, was mir wohltut, zum Beispiel mit einer Wohlfühlstimme. Da möchte ich sagen, wie gut es mir geht und dann möchte ich, dass die Statistiker, das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, dass die auswerten, wer von den Kontaktpersonen, Firmen, mit denen ich zu tun habe, Ärzten, Supermarktleitern und so weiter, wer fördert meine Gesundheit? Wer schadet meiner Gesundheit? Ja? Und das möchte ich nicht den Einschätzungen, subjektiven Einschätzungen von Wirtschaftsprüfern für Gemeinwohlbilanzen überlassen. Das ist mir zu ungenau. Ja? Und wie gesagt, noch einmal, ich will, dass es Kontrolle gibt. Ich will die Stiftung Warentestisierung der Welt, damit ich als Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse, falls ich diesen Beruf dann noch einmal neu aufgreifen wollte, nachdem ich ja ihn vor langer Zeit niedergelegt hatte, ich will diese Kontrolle, weil diese Kontrolle ist der einzige Schutz für die Wählerinnen und ich als Wähler möchte diese Kontrolle eben auch für alle anderen. Die Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen von nach Felber
machen die deutschen Wählerinnen ärmer und die in der dritten Welt reicher. Ja, die Forderung letztendlich ist so, dass quasi die, ja, indem sie die Preise, über Marktpreisen erzwingen. Also die Wirtschaftsprüfer bestehen ja drauf. Man kriegt ja nur bei Felber, bei der Gemeinwohlökonomie, nur dann hohe Punktzahlen und damit Steuervorteile. Nur dann, wenn man quasi den Zulieferern in der dritten Welt ganz hohe Preise zahlt, dadurch werden die deutschen Wählerinnen ärmer und die in der dritten Welt reicher. Das ist ein falsches Weltrettungskonzept. Es ist die Idee des Umverteilens von Deutschland nach der dritten Welt. Ja, statt die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists in die dritte Welt zu bringen und so die dritte Welt zu retten, macht man quasi die deutschen Wählerinnen ärmer und verschiebt das Geld in die dritte Welt und meint so, die dritte Welt zu retten. Also das ist sozusagen diese falsche Vorstellung. Man nimmt es von den Reichen, die Robin Hood-Vorstellung, man nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen. Und das zwar nicht nur innerhalb des Landes, sondern auch innerhalb der Welt. Man gibt es von den Deutschen, da wird also jeder Deutsche als reicher bezeichnet und gibt es der dritten Welt sozusagen. Und dieses Konzept, ja, wozu führt das am Ende? Es führt dazu, dass es in Deutschland immer mehr arme Menschen gibt und daran bereichern sich dann wieder die Sozialspartler. Die haben immer mehr Sozialfälle, die sie zu betreuen haben auf diese Weise. Und jetzt schließt sich sozusagen ein bisschen der Kreis zum Anfang, ja, dass wir also sehen, hier, wo ist unser Bildchen? Dass wir also sehen hier, wenn wir also irgendwie hier die Sozialspartler haben, hier die gefährlichste Sparte, dann sendet die also den vorteilbringenden Irrtum raus in alle Welt. Es ist eine gute Idee, umzuverteilen. Also Fridays for Future hat ja das gleiche Konzept mit Climate Justice, also umzuverteilen von den angeblich und vermeintlich so reichen Deutschen, umzuverteilen weg in die ganze Welt. Dadurch kommt es automatisch zu mehr Sozialfällen in Deutschland und die Sozialsparter haben wieder bessere Karrierechancen und bessere Verdienstmöglichkeiten und können sich bereichern durch diesen Weg. Und wie gesagt, hier hatten wir vorhin, glaube ich, die Waffenspartler. Die Waffenspartler profitieren auch, weil sie die, wenn sie die Idee überall ausstreuen, die Reichen sind ja die bösen Ausbeuter und die müssen bekriegt werden und dann kaufen die Leute Waffen und machen Bürgerkriege und Revolutionen und dann profitieren auch die Waffenhändler davon. Das heißt, diese ganze marxistoide Konzeption ist eine Koproduktion der vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten möglicherweise und der Sozialspartler. Ja? Und die beide profitieren davon, von dieser ja völlig unrealistischen, eben von diesem einzigen Gebäude aus vorteilbringenden Irrtümern. Und deswegen ist ja Felber auch so beliebt, ja. Also das heißt, er ist so beliebt, weil sozusagen er alle diese marxistoiden Träume, all die marxistischen, sozusagen vom Marxismus Infizierten natürlich begeistert sind, dass so eine neue Art Tarnkappen-Marxismus durch die
letztendlich durch die Gemeinwohlökonomie mal wieder sich präsentiert und versucht, einen Vorstoß in der Welt zu starten. Schluckwasser. So, dann lese ich mal weiter hier. Umverteilung von Reich zu Arm, ja, das ist eben wohl ein vorteilbringender Irrtum der Sozialspartler, wie sie eben am Ende noch mehr Elend erzeugen, denn das Ergebnis ist, je mehr ich von den Reichen wegnehme, um es den Ärmeren zu geben, umso weniger Investitionskapital bleibt bei den Reicheren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Und die Ärmeren schaffen mit dem Geld keine neuen Arbeitsplätze und dadurch verelendet das Land und am Ende bleiben lauter Sozialfälle übrig. Also, es hat mich nicht überzeugt, auch die Idee, dass man, wenn man riesige Steuern von den Reichen erhebt, dass dadurch dann gekonnt mehr Arbeitsplätze für diejenigen geschaffen werden, die nicht in der Lage sind, selber Arbeitsplätze zu schaffen. Leuchtet mir nicht ein. Also der Staat als Arbeitgeber oder als Investor hat sich bisher nicht als kompetenter als die großen Unternehmerfamilien erwiesen in der Fähigkeit, viele Arbeitsplätze zu schaffen. Ja? Ja, von daher ja, bei dem Konzept, bei diesem marxistoiden Konzept wird also generell die deutsche Wählerin als pauschal reich betrachtet und dann geschröpft und das Geld wird umverteilt auf die dritte Welt. Climate Justice bei Fridays for Future geht den gleichen Weg. Ja, da werden quasi letztendlich in diesem marxistoiden Konzept von der Gemeinwohlökonomie Felbers werden letztendlich Bürgerrechte nicht nur für Deutsche, sondern für alle Weltbürger gegeben. Und das bedeutet, dass die deutschen Wählerinnen arm gemacht werden. Ja. Und das ist eben, und dann gibt es wieder viele Sozialfälle und dann verdienen die Sozialsparten wieder prächtig. Ja. Und ja, so muss man denken. Das heißt also schon in der Tatsache, dass wenn man die Gemeinwohlbilanz von Felber nur nimmt und in der Gemeinwohlbilanz sind die Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen, die es dann wohl zukünftig geben müsste, dann ja gehalten quasi, nur dann hohe Punktzahlen zu vergeben und die entscheiden über die Steuervorteile, wenn sozusagen, wie gesagt, Geld von Deutschland über die angeblich fairen Preise für die Zulieferer in der dritten Welt Preise dort über Marktniveau bezahlt werden müssen und dadurch letztendlich Geld von Deutschland in die dritte Welt fließt. Und denn alle Produkte werden ja dann in Deutschland teurer für die deutschen Bürger und das, was es da teurer macht, fließt in die dritte Welt, also so, dass es eine Umverteilung ist von Geldern von den Wählerinnen weg. Also die GWÖ macht also Politik für die Bürger der dritten Welt und macht Politik gegen die Wählerinnen Deutschlands. Ja, und das ist das Wesen. Und das gefällt natürlich allen marxistoiden Träumern. Gefällt dieses Konzept sehr, sehr gut, also all denen, die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler und der Waffenspartler in ihrem Kopf tragen, denen gefällt solch ein Gedanke. Ne? Ja, ich fasse nochmal zusammen, also
Kriegstreiberei und die Produktion von Bürgerkriegen und Sozialfällen als Kunden sozusagen, das ist das, was diese vorteilbringenden Irrtümer der Waffenindustrie und Sozialsparten anstreben. Ja, und dieser Marxismus ist eben nichts anderes als ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten. Ja. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Aspekt, dass durch vorteilbringende Irrtümer es ja nicht nur dazu kommt, dass man Lobbyist wider Willen ist und dass man also sozusagen quasi für Lobbyismus betreibt für irgendwelche fremde Sparten oder für seine eigenen Sparte, ohne dass es einem bewusst ist, weil man ja die vorteilbringenden Irrtümer für Wahrheiten hält, ja, sondern es gibt ja auch noch die vorteilbringenden Irrtümer zerstören ja auch noch die Chance auf ein gelingendes Kommunenleben. Warum gelingt es Kommunen nicht, so richtig glücklich zu werden und viele Menschen anzuziehen mit ihrem Glücklichsein, ja? Warum schaffen sie es nicht, glücklich zu sein? Weil die vorteilbringenden Irrtümer, die von den verschiedenen Sparten im Kapitalismus ausgestreut werden, sozusagen einmal die Bedürfniswahrnehmung zerstören, wenn also zum Beispiel die körperfeindlichen, vorteilbringenden Irrtümer besonders stark sind, dann empfindet ein Mensch und sagt, ach, ich habe ja gar keine sexuellen Bedürfnisse mehr. Das geht so weit, dass dann ein solcher Mensch sagt, ich lebe asexuell, denn ich habe doch gar keine Bedürfnisse in der Hinsicht. Wenn etwas in der Kindheit sehr stark mit Ängsten besetzt wurde und letztendlich sehr starke, vorteilbringende Irrtümer in die Köpfe hineingepflanzt wurden und der Mensch sich total verurteilt bei der kleinsten sexuellen Regung, dann sozusagen kann es wohl dazu kommen, dass die Menschen gar keine Bedürfnis mehr wahrnehmen in Richtung Körperkontakt und Sexualität. Es kann auch einfach andersrum sein, dass durch diese vorteilbringenden Irrtümer der Mensch einfach auch nie wirklich positive Erfahrungen macht mit Körperkontakt und Sexualität und dadurch das dann auch nicht vermisst. So nach dem Motto, was ich nie als wirklich befriedigend erlebt habe, das vermisse ich dann auch nicht mehr. Ja? Das sind alles verschiedene Wege, wie man sich vorstellen kann, wie die vorteilbringenden Irrtümer, also dazu sozusagen, dass die Bedürfnis, das Empfinden der Menschen verändern und die Bedürfnis, das Bedürfnisempfinden verändern und beeinflussen. Und dadurch werden sozusagen solche Menschen der Möglichkeit der wechselseitigen Befriedigung in einer Kommune ja quasi weggenommen und fehlen insofern als Lustquelle und Glücksquelle auch für die anderen in der Kommune. Und dadurch werden die Menschen dann auch nicht glücklich in der Kommune sozusagen. Und außerdem haben die vorteilbringenden Irrtümer, viele vorteilbringende Irrtümer unterrichten eben ja, leiten an und stiften an zu Verhaltensstörungen, zum Beispiel solche vorteilbringenden Irrtümer, sei selbstbewusst, habe keine Selbstzweifel, das führt zu rechthaberischen Verhalten, das führt zu der Tendenz, ich habe immer Recht, der andere ist immer im Unrecht und das führt dann natürlich dazu, dass die Kommunenmitglieder aneinander krachen. Also das heißt, Verhaltensstörungen und Fehlverhalten werden durch vorteilbringende Irrtümer ermutigt und als normales Verhalten erklärt sozusagen und das zerstört dann wieder das Kommunenleben. So, jetzt fasse ich diese vielen ich habe jetzt viele Einzelpunkte angesprochen und muss sie jetzt nochmal zusammenfassen in den Gesamtrahmen. Ja. Wir haben also im
im Kapitalismus. Wir haben da zwei Bilder. Ja, wir haben einmal die Möglichkeit, das hier zu zeichnen, die verschiedenen Sparten hier am Rande auf, in Form einer Spirale nach innen, die ganzen Sparten der Gesellschaft aufzuzeigen, und jede sendet, und hier in der Mitte sind die wenigen, die keiner Sparte angehören. Das ist der große Kuchen, an dem alle fressen wollen, sozusagen. Alle Sparten senden lauter vorteilbringende Irrtümer in unsere aller, in die Köpfe der Weltbevölkerung hinaus und manipulieren uns alle. Wir werden alle einer Gehirnwäsche durch vorteilbringende Irrtümer unterzogen, werden zu Lobbyisten wider Willen, kämpfen teilweise für die Interessen bestimmter fremder Sparten, aber auch unserer eigenen Sparten sozusagen. Und ist alles zerstört, und das ist das Bild im Kapitalismus, und deswegen ist es alles so extrem zäh, weil die meisten Menschen ihre vorteilbringenden Irrtümer, die sie im Kopf halten, für Wahrheiten halten, mit denen sie die anderen beglücken wollen. Ja? Und dabei merken sie gar nicht, dass sie einfach nur Lobbyisten wider Willen sind, mit einem Lobbyisten wider Willen Weltbild sozusagen. Genauso kann man das auch hier zeigen. Man kann hier sagen, das sind die Sparten, da hier in der Mitte sind die wenigen, die keiner Sparte angehören, und die verschiedenen Sparten sozusagen senden in alle Richtungen ihre vorteilbringenden Irrtümer aus. Wir sind alle diesen Gehirnwäscheangriffen ausgesetzt, diesen parasitären Memen, diesen Killerviren des Geistes. Die schwirren hier überall rum und infizieren uns alle sozusagen. Hier so, man kann das hier sozusagen hier als Killerviren des Geistes verstehen und so weiter, ja. Dann ist es eben so, dass eben besonders hier die Sozialsparten, wozu auch die NGOs und die Arbeitsmitarbeiter ganz wesentlich gehören, die Sozialsparten und hier die Waffensparten, die Waffensparten haben Gewinnmöglichkeiten dadurch, wenn sie vorteilbringende Irrtümer verbreiten, wie die Reichen sind ja alle bösartige Ausbeuter, und die müssen wir also so quasi eine Art Verschwörungstheorie. Die bösen Reichen haben sich verschworen gegen den Rest der Welt, und die müssen bekriegt werden, und dann kaufen die Leute Waffen und machen Revolutionen und Bürgerkriege, und davon verdienen die Waffensparten. Und die Sozialsparten verdienen eben auch an der Aufhetzung an dem vorteilbringenden Irrtum. Nehmt den Reichen alles weg und gebt es den Armen, oder nehmt es mit einer Vermögenssteuer in die Staatshand, und dann wird alles besser. In Wirklichkeit werden dadurch immer weniger Arbeitsplätze geschaffen. Es gibt immer mehr Massenarbeitslose. Und die Sozialspartler verdienen prächtig und in der Betreuung all der verelenden Menschen und machen riesige Karrieren sozusagen. Ja? Und das ist eben das Grundwesen, und die marxistoide Gemeinwohlökonomie, GWÖ nach Felber, gehört eben dazu. Sie ist eben ziemlich linksextremistisch oder linksradikal. Während die Next Scientists for Future eben nur die vernünftigen, bodenständigen, realistischen Linken sind, sozusagen, die sagen, ja, wir brauchen eine sozialere, viel sozialere linke Politik im Sinne einer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO, dürfen aber nicht solche Fehler machen, dass wir nur den Waffenspartlern und den Sozialspartlern zu Diensten sind, quasi Lobbyisten wider Willen der Waffen. Also man könnte sagen, wer die Gemeinwohlökonomie von Felber gut findet, ist quasi ein Lobbyist wider Willen für die Waffenspartler und die Sozialspartler. Und wer für die gemeinwohlorientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Next Scientists for Future ist, der ist, da ist man Lobbyist
kein Lobbyist wider Willen, sondern man macht einfach nur gute Politik für die Wählerinnen, menschenfreundliche soziale Politik für die Wählerinnen. Und das ist der Vergleich. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie sich das bei den Artikeln, also Präambel und Artikel 1 bis 5, da werden die Weichen gestellt, geht die Gemeinwohllobby und die verfassungsgebende Versammlung, geht das also in Richtung sozusagen der marxistoiden Gemeinwohlökonomie nach Felber oder mehr in Richtung der gemeinwohlorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung GWO der Next Scientists for Future. GWÖ oder GWO ist die Gretchenfrage. Wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, dass wenn eine repräsentative Wählerstichprobe genutzt würde, um die Punkte entscheiden zu lassen, um die Verfassungspunkte konsensieren zu lassen, dass dann hoffentlich die GWO gewinnt. Aber es deutet sich schon an, dass man möglicherweise das Grundprinzip einer repräsentativen Wählerstichprobe nicht nutzen wird, sondern dann werden wieder viele marxistoide Menschen abstimmen und die werden dann vielleicht sich für die Gemeinwohlökonomie entscheiden, gerade weil sie ebenso schön diesen Gedanken: Nehme das Geld der deutschen Wählerinnen und gebe es den Armen in aller Welt, ja? Nehme es von den Reichen und gebe es den Armen in der dritten Welt, sozusagen. Dann, weil diese Idee eben von vielen ja eben sehr gemocht wird, was ja die Popularität von der GWÖ erklärt, sozusagen, ja? Ja, damit haben wir das also rund sozusagen. Es ist also deutlich geworden, die GWÖ beruht letztendlich auf vorteilbringenden Irrtümern der Waffensparten und der Sozialspartler. Und deswegen, weil sie da sozusagen, weil die Waffensparler und die Sozialspartler so viele Gehirne infiziert haben, hat natürlich diese marxistoide Gemeinwohlökonomie eben auch viele Fans. Ja? Und erstens ist die Next Scientists for Future mit ihrer gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO natürlich erst an die Öffentlichkeit getreten ab dem circa 20. August 2018, also ungefähr zeitgleich mit Greta Thunbergs erstem Streik. Aber auch generell gibt es dafür einfach nicht so viele Fans, weil ja die Gehirne voll sind mit den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten und der Waffensparten, zweien der allergefährlichsten Sparten im Kapitalismus, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das in der Gemeinwohllobby weiterentwickeln wird. Die Gretchenfrage wird einfach auch sein, wählt man eine repräsentative Wählerinnenstichprobe oder lässt man Marxisten konsensieren? Und was Marxisten konsensieren werden, kann ich mir schon denken. Können Sie sich auch denken. Die werden natürlich die marxistoide GWÖ bevorzugen. Wir haben übrigens ja als Kompromiss angeboten, beide zu benennen. Wir haben gesagt, wir machen quasi sagen, dass in der Verfassung sich bezogen wird auf GWÖ und GWO. Also GWO an der ersten Stelle und GWÖ als an der zweiten Stelle. Das wäre aus unserer Sicht die richtige Reihenfolge. Damit wir da also sozusagen nicht unnötig in Konfrontation gehen, weil der Grundgedanke, nämlich dass generell die Wirtschaft auf Gemeinwohlorientiertheit umgestellt werden muss, der ist ja richtig von Felber, aber nur der Grundgedanke. Und die Praxis ist halt sehr, ja, sehr marxistoid, ja, und damit sehr voll von vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspartler und der Waffenspartler, ja. Ja, das war's mit dieser Vorlesung. Ich hoffe, Sie haben wieder ganz Neues gelernt hier. Ne. Tschüssi, bis bald.